Ich war ja bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung etwas eingebunden und habe mich dann dazu überreden lassen, dass ich zu dem Thema spreche und dachte so vor 3 Wochen, was habe ich nur getan, weil ich tatsächlich dann dachte, ich kann hier weder als Wissenschaftler darüber reden, ich habe dazu nicht geforscht und gearbeitet, aber ich kann auch eigentlich nicht aus der Praxis reden, weil die Arbeit machen meine Kolleginnen und Kollegen, die auch zum Teil hier sind, die auch sicher nachher noch einiges mehr darüber sagen können. Also aus welcher Perspektive rede ich eigentlich darüber? Und tatsächlich aus meiner Rolle heraus als Landeszentralleiter, jemand, der sich Gedanken macht, sozusagen die strategische Frage stellt, welche politische Bildung bräuchten wir eigentlich hier in Berlin und wo sind Anknüpfungspunkte für Angebote der politischen Bildung? Ich habe meinen Vortrag im Prinzip zweigeteilt. Ich rede relativ lange erstmal gar nicht über politische Bildung, sondern tatsächlich über das, auf was reagiert oder sollte politische Bildung reagieren. Also auf die Frage, all das, was so unter partizipativer Demokratie gefasst wird und alles, was damit verbunden ist. Und im zweiten Teil dann aber auch nochmal, was heißt dies jetzt für politische Bildung? Und dann auch, damit es nicht nur abstrakt bleibt, zum Schluss vielleicht nochmal ein paar Punkte aus der Praxis der Landeszentrale, gäbe es sicher ganz viele andere Sachen zu ergänzen, was das konkret bedeutet. Um das erstmal nur beschreiben zu machen, im Prinzip können wir die letzten, ich sollte vielleicht mal mir irgendwie eine Uhr hier hin tun, in der letzten Zeit etwa 2010 verstärkt Jahre angucken, sind unglaublich viele Konsultations- und Beteiligungsverfahren, was nicht dasselbe ist, vor allen Dingen auf kommunaler Ebene entstanden. Wobei das noch ein sehr im Entstehen begriffener Prozess ist. Also viele dieser Beteiligungsformate ist oft den Akteuren auch selber gar nicht so klar, wo sind die eigentlich politisch angesiedelt. Also wenn es auf kommunaler Ebene ist, ist es bei der kommunalen Verwaltung, ist es tatsächlich bei den Kommunalvertretungen, also in Berlin wäre das die Bezirksverordnetenversammlung, ist es auf der politischen Ebene, manchmal gibt es auch auf der Landesebene Exekutive, so wo ist das eigentlich angesiedelt, welche Reichweite hat dies. Aber es ist kein deutsches Phänomen, auch wenn wir irgendwie mit politischer Bildung ja immer so gewohnt sind, auf Deutschland zu gucken, sondern eigentlich in anderen Ländern hat das viel früher begonnen und hat auch nochmal ganz andere Prozesse auch genommen. Tatsächlich chargieren diese Elemente zwischen Konsultationsverfahren bis hin dann aber auch zur echten Machtabgabe, also die Entscheidungsmacht wird abgegeben. Und ich würde tatsächlich eher von partizipativer Demokratie reden, wenn es um Machtabgabe geht, und eher von Bürgerbeteiligung, wenn es um Konsultationsverfahren ist. Aber das ist eher ein prozesshafter Übergang als eine eindeutige Zuordnung. Und die Beteiligung mit Beton oder mit Menschen hat was damit zu tun, dass es in Berlin inzwischen tatsächlich auch sowas gibt, wozu die Stadtentwicklungsverwaltung einlädt, wo alle Verwaltungen, die irgendwas mit Beteiligung zu tun haben, eingeladen sind. Und wir saßen in der ersten Runde zusammen und wir haben über alle möglichen Infrastrukturinvestitionsprogramme geredet und irgendwann platzte mir die Hutschnur und ich sagte, können wir vielleicht mal statt über Beton auch über Menschen reden. Daher kommt jetzt dieser Spruch. Und neben mir saßen zwei Kolleginnen, die eine von der Jugendverwaltung, die andere von der Migrations-Integrationsverwaltung, die das genauso gesehen haben, weil wir sagten, das, über was ihr redet, hat mit unserer Praxis der Partizipation eigentlich gar nichts zu tun. Es gibt auch Mischformen, das habe ich jetzt bei der letzten Treffen kennengelernt. Wenn es zum Beispiel um die Gestaltung von Schulbauten geht, dann vermengt sich oder verzahnt sich das auch. Genau. Und die Vielfalt der Verfahren, da könnten Sie wahrscheinlich alle noch 10 weitere hinzufügen, was es gibt. Also von Fonds, über die einfach abgestimmt wird, wo es Vorschläge gibt, über Anhörungsverfahren, aber auch verschiedene Beteiligungsformate in allen möglichen Größenordnungen. Also es geht auch mit 2000 Menschen oder es geht auch mit einem Workshop von 15 oder sowas, Bürgerbefragung. Ganz viele Beiräte, die auch zumindest in Berlin, aber ich glaube an anderen Orten auch neue Rechte bekommen haben, neue Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen haben. Aber auch sowas wie ausgeloste Bürgerräte, wo ich nochmal den Hinweis, den Roland Roth dazu immer gibt, auch gerne mitgeben würde, dass das aber oft dieses eigentliche Bedürfnis der Menschen selber gefragt zu werden und selber mitzubestimmen, eigentlich unterläuft. Das solltest du jetzt nicht machen. Okay. Ich glaube, eine Grundlage für diese Entwicklung ist schlicht und einfach auch tatsächlich, dass Menschen das inzwischen viel stärker einklagen und erwarten. Das hat was mit Veränderungen des privaten Lebens auch
zu tun. Das führt aber auch zu Dissonanzempfindungen, spätestens dann, wenn man von dem einen System zum anderen übergeht. Also klassisch viele Kinder, die in die Kita kommen und da Dinge nicht mehr erfahren, die sie in der Familie gewohnt waren, oder härtester Übergang von Kita zur Schule im Moment oder Grundschule, weiterführende Schule. So, wobei ich das immer dann auch durchaus als Anlässe für Angebote der politischen Bildung sehen würde, auch mit diesen Dissonanzen umzugehen. Was die Diskussion stark bestimmt, ist tatsächlich die Frage, verstärken sich damit nicht Effekte der sozialen Ungleichheit politischer Teilhabe, die wir inzwischen relativ gut erforscht bei der Wahlforschung kennen. Noch sehr eindrücklich nach der letzten Bundestagswahl hat Armin Schäfer, der ja dazu, glaube ich, auch mit der meisten geforscht hat, uns so mal vier Stadtteile von Köln gezeigt. Er hat uns nur die Fotos gezeigt und wir durften dann raten, wie die Wahlbeteiligung ist. Und das lag dann irgendwie so zwischen 98% im Villenviertel und 45% im Hochhausviertel. So. Von denen, die wählen dürfen. So, das muss man immer auch noch bedenken, dass oft ja auch mit den Quartieren auch viele Menschen dann dort wohnen, wo die Wahlbeteiligung niedrig ist, die überhaupt gar kein Wahlrecht haben. Viele dieser Beteiligungsformate orientieren sich tatsächlich an Identitätsmerkmalen. Also es hatten wir schon die ganzen Beiräte, die immer auch ganz viel mit Zuschreibungen zu tun hatten. Das hatten wir ja schon die großen Probleme, die damit auch verbunden sind. Ein Punkt ist mir dabei immer noch wichtig: Wir wissen auch immer so wahnsinnig viel über die anderen. Und ich habe den Verdacht, dass dann doch was an der Gritschen Theorie auch dran ist, dass das ganz viel natürlich auch mit Projektionen zu tun hat, was wir Menschen zuschreiben, die wir als die anderen erstmal als Gruppe auch konstruieren. Das macht es aber dann auch so besonders herausforderungsvoll, damit umzugehen. Und es legt Menschen natürlich auch, zumindest bei den Beiräten, eindeutig auf ein Identitätsmerkmal fest. Genau. Was mir nochmal wichtig ist, ist auch nochmal auf diese Dimension Eigentum, die immer ja nicht thematisiert, wenn es um soziale Ungleichheit geht, gibt. Es gibt eine ganz gute Studie vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, ich glaube von vor 3 Jahren, die nochmal geguckt haben, wie ist denn eigentlich Eigentum verteilt, und es ist tatsächlich, die unteren 40% besitzen nichts, also Durchschnitt 3.000 Euro Eigentum, nicht Einkommen, mit nochmal einem auch einen deutlichen Ost-West-Unterschied. Was wir wissen aus der Forschung ist ja, dass das Fehlen von Eigentum auch heißt, dass man in einer permanenten Unsicherheit lebt. Also dass ein gewisser Besitz, ein gewisses Eigentum, auch eine Verfügung über Eigentum, sowas wie Sicherheit, Zufriedenheit schafft. Das erklärt nicht alles, aber das gibt, glaube ich, auch noch mal einen Hinweis, wo das Problem ist. Ganz erhellend fand ich noch mal die SVR-Studie von 2020, die noch mal sich angeguckt hat, wie ist das bei, die haben vier verschiedene Migrationsgruppen untersucht, wie ist deren politischen Teilhabe, und sind letztendlich zum Ergebnis gekommen, und der ganzen Auswertung, es waren, glaube ich, mindestens N 2000, ich glaube, es war aber sogar größer, dass sie festgestellt haben, im Prinzip nutzen die neuen Beteiligungsverfahren etwa 10%. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, und das gilt wahrscheinlich auch für andere Gruppen, dass tatsächlich eher, sie haben das dann bei der SVR-Studie, das ist jetzt ein Zitat, Beteiligungseliten genannt. Ob das jetzt ein glücklicher Begriff ist, sei mal dahingestellt. Aber nur indem man bestimmte Gruppen adressiert, heißt es noch nicht, dass es wirklich auch gelingt, eine breite Beteiligung auch herzustellen. Was aber wichtig ist, ist, dass diese Formate, über die wir hier reden, der partizipativen Demokratie, tatsächlich auch nicht an Staatsbürgerschaft geknüpft sind. Und das ist in Berlin immerhin eine ziemlich große Gruppe. Ein Viertel der Bevölkerung dürfte bei anderen bundesdeutschen Großstädten ähnlich sein. Bloß Berlin ist auch noch gleich ein Bundesland, da macht es das nochmal besonders deutlich. Und genau, was man aber nicht vergessen darf, dass zwar die Beteiligungsmöglichkeiten am partizipativen Verfahren schön ist, aber die Menschen ja trotzdem wahrnehmen, dass sie da, wo sozusagen harte Politik gewählt wird, trotzdem nicht mitmachen dürfen. Und dieser Clash führt tatsächlich dazu, dass auch dieser Nichtbesitz der deutschen Staatsbürgerschaft auch bei den Beteiligungsverfahren natürlich zu geringerer Beteiligung führt. Und vielleicht noch als Letztes, das ist jetzt ein bisschen unglücklich formuliert, aber wir sind immer alle so glücklich, wenn wir über die gelungene Selbstwirksamkeitserfahrung reden.
Das hat aber halt eben diese Argumentationskette ein Gegenteil. Ja, also wenn ich halt eben immer wieder erfahre, dass meine Versuche, meine Interessen einzubringen, sichtbar zu werden, mich zu artikulieren, sozusagen zum Scheitern verdammt ist. Achso, einen Satz wollte ich noch zum Eigentum sagen. Wenn man das sagt, wird man ja immer der Umverteilungspolitik bezichtigt und was sonst noch so alles folgt. Real hat in den letzten 20 Jahren eine gigantische Umverteilung in Deutschland stattgefunden, und zwar von den unteren 40%, die ich genannt habe, zu dem oberen 1%. Auch das lässt sich ganz gut mit den Studien nachweisen. Mein erster Gedanke ist sozusagen, was heißt es denn, wie macht man die partizipative Demokratie inklusiver? Ich habe da in etlichen Runden gesessen, mich immer unbeliebt gemacht mit meinen Anmerkungen, dass das ja alles schön wäre, aber irgendwie das eigentlich, was versprochen wird, auch nicht einhält. Also mein erster Punkt dabei wäre, wir hatten es ja gestern mit den Menschenrechten, und das ist für mich wirklich auch eine wichtige Richtschnur, nämlich zu sagen, okay, das ist keine Frage, ob wir das irgendwie nett finden oder was für eine politische Einstellung wir haben, sondern letztendlich reden wir über ein Recht auf gleiche, volle, wirksame Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch im Bereich der Politik. Und Politik würden die Menschenrechte immer, so habe ich es verstanden, sowohl als öffentliches System, als politisches System, als auch die öffentlichen Angelegenheiten, so heißt es auch in der UN-BRK, betreffen. Und wenn wir schon in diesem Bereich sind, Umsetzung von Inklusion heißt danach ja immer auch Abbau von Barrieren, und zwar haltungsbedingte Prozesse und Strukturen in den Blick zu nehmen. Da komme ich später nochmal bei dem Konkreten dazu. Ein erster Punkt, glaube ich, der wichtig ist, ich hatte ja gerade schon die Beteiligung mit Beton. In der Regel sind Beteiligungsverfahren kommen aus der Baulogik und orientieren sich daran. Dann lassen sich Menschen ganz tolle Beteiligungsverfahren einfallen, und am Ende dieses ganzen Prozesses, wenn die Verfahren entwickelt sind, überlegen sie dann, wie machen wir jetzt die Menschen daran kompatibel. So, und ich glaube, das wäre, wenn man das wirklich als Erweiterung von Demokratie begreift, wäre das der allererste Punkt, tatsächlich auch zu begreifen, dass man von den Menschen heraus diese Verfahren konzipieren muss und nicht von den Strukturen, die es halt eben vorgegeben sind. Und das einzige Erfolgsversprechende, was ich tatsächlich kenne, wenn es darum geht, wie macht man Beteiligungsverfahren inklusiver, mitzubedenken, dass es sowas wie eine Beteiligung vor der Beteiligung geben muss für die Gruppen, die man halt eben nicht einfach sich zur Tür reinkommen, in den Raum setzen und kräftig mitdiskutieren. Das hat dann auch wieder was mit Zuschreibungen zu tun. Und das große Problem bei Beteiligung ist, das ist das, was man sozusagen als Beteiligungsparadox ja auch formuliert. Also in dem Moment, wo noch ganz viel Mitsprache möglich wäre, interessiert sich kein Mensch für die Sache. Und dann, wenn es irgendwie großes öffentliches Thema ist, ist eigentlich alles entschieden. Und dann noch zu fordern, naja, aber die Beteiligung muss eigentlich vorher anfangen, führt zu der naheliegenden Konsequenz. Im Prinzip muss die Beteiligung immer da sein. Die muss schon länger vorher da sein, bevor wir überhaupt wissen, dass wir hier irgendwo einen Stadtteil entwickeln müssen, sondern wir brauchen eigentlich sowas wie ein Beteiligungsmainstreaming, wobei ich das Mainstreaming als Begriff nicht so mag, aber als eine Daueraufgabe zu begreifen. Und das hätte dann auch Konsequenzen für die dann da anschließende politische Bildung. So, also was müssen wir tun? Das eine ist ganz sicher, nochmal zu gucken, wo können Menschen auch Beteiligungserfahrung machen. Wer macht in seinem Leben ganz oft die Erfahrung, dass er nicht beteiligt wird, dass seine Stimme nicht gehört wird? Das ist eine große Herausforderung, weil wir wissen einmal, dass frühere Erfahrungen natürlich dann auch weitergetragen werden. Und eigentlich hatte ich erst bei dem nächsten Spiegelgespräch dreimal hintereinander Sprache geschrieben, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz zentraler Element. Also bei Helmut Bremer und den anderen Kolleginnen und Kollegen aus Essen, Duisburg, wurde es sehr deutlich, wie wird eigentlich in Politik geredet, was wird erwartet, was ist legitime Sprache und so weiter. Aber ich glaube, es geht auch darüber hinaus. Helmut, du hast das mal als Heimspiel oder Auswärtsspiel sozusagen benannt, also die Frage der Kommunikationskultur, wobei mir das nochmal deutlich geworden ist, was das eigentlich heißt. Wir haben ein Projekt, was wir mit einem Träger, der aus der tauben Community Berlins zusammenkommt, dann merkt man urplötzlich, was für Ausblendung man ganz massiv, also nein, falsch. Dann habe ich gemerkt, welche Ausblendungen ich eigentlich alle habe und wie sehr das nochmal eine ganz andere Dimension hat. Und auch ganz hilfreich finde ich das aus der amerikanischen politischen Kulturforschung zu sagen, warum beteiligen sich Menschen oder beteiligen sie sich nicht.
was sich auf Ressourcen, das Wollen, das finde ich schon schwierig, da muss man auch die Bedingungen des Wollens sehen, aber ein ganz wesentlicher Punkt ist, because nobody asks, also sind Menschen in Netzwerke eingebunden, werden sie wirklich auch angesprochen, werden sie wahrnehmbar, für sich selber wahrnehmbar auch adressiert. So. Und den letzten Strich habe ich hingeschrieben, weil ich das in Berlin ganz oft als grobes Missverständnis sehe, dass oft gesagt wird, naja, Antidiskriminierungspolitik ist schon doch die beste Demokratieförderung. Es ist ohne Zweifel eine notwendige Voraussetzung, aber daraus entsteht noch keine Beteiligung. Also ich glaube, das hat ja auch dann was mit politischen Entscheidungen zu tun. Wo gehen Gelder hin? Was wird gefördert? Was wird gesehen? Ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Okay, was heißt es jetzt für die politische Bildung? Auch da komme ich nochmal mit den Menschenrechten, das halte ich auch für wichtig. Was ich hier zitiert habe, ist direkt aus der UNBRK, was eigentlich Bildung ist, aus einer menschenrechtlichen Sicht. Das geht immer so gerne ein bisschen verloren. Also es geht ja letztendlich um Folgendes zur Entfaltung zu bringen: die menschlichen Möglichkeiten, das Bewusstsein der Würde, und ich würde sagen, es ist die Bewusstsein auch vor allem der eigenen Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen. So, und die Menschenrechte, die Grundrechte und auch die menschliche Vielfalt zu stärken, muss dazu sagen, mit dieser Formulierung taucht erstmals überhaupt in den Menschenrechten die Anerkennung menschlicher Vielfalt als Menschenrecht auf. Das ist eines der Innovationen der UNBRK, die meiner Meinung nach auch zu wenig reflektiert ist. Aus dem 16. Kinder- und Jugendbericht habe ich eine wichtige Erkenntnis nochmal sehr deutlich mitgenommen, auch wenn das irgendwie schon vorher so unklar immer im Raum schwebte, nämlich dass politische Beteiligung selbst noch keine politische Bildung ist, so, sondern wirklich überlegen muss, wie organisieren wir Gelegenheiten für Reflexion, aber auch für Fragen, die daraus entstehen. Und der zweite Punkt, der mir wichtig ist, ist tatsächlich den Zusammenhang von politischer Bildung und man kann auch sagen, politisches Handeln zu verstehen, und zwar als Wechselverhältnis weg von der bisher meist doch gedachten Einbahnstraße. Erst kommt die Bildung und dann kommt das Handeln. Ich glaube, in letzter Zeit einige Studien, wenn man genauer hinguckt und versucht, das zu erforschen, was nicht ganz einfach ist, dann wird deutlich, dass es auf jeden Fall mindestens mal eine Wechselwirkung ist. Bei manchen Studien hatte ich den Eindruck, der Wirkeffekt ist eigentlich andersrum. Also die Menschen machen aufgrund von politischem Handeln, erhalten sie eine Motivation, sich in politische Bildungsprozesse zu begeben. Und das gilt für Kinder ebenso wie für Erwachsene, Jugendliche. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist, glaube ich, dass wir in der politischen Bildung, und das gilt für die außerschulische ähnlich wie für die schulische auch, immer politisches Handeln, also individuelles Handeln, oder wir zumindest über individuelle Handlungskompetenz, hatte ich erst hingeschrieben, dann habe ich gedacht, oh, selber in die Falle getappt, also Handlungsfähigkeit, aber das immer als individuellen Prozess, und wir müssen individuelle Kompetenzen entwickeln, aber ich glaube, es geht ganz wesentlich auch darum, tatsächlich politisches Handeln auch als kollektives Handeln zu begreifen, was es ist, auch die Menschenrechte, die politischen Menschenrechte sind alles Kollektivrechte. So, aber tatsächlich in unserer vereinzelten Welt muss Kollektivität manchmal auch erst wieder erlernt werden. Und dann stellt sich die Frage an politische Bildung, was tragen wir eigentlich dazu bei, dass diese Kollektivität auch zumindest erfahren werden kann, erlernt werden kann und wir nicht auf individuelle Prozesse setzen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, mit wem zusammen müssen wir eigentlich politische Bildung entwickeln, und tatsächlich glaube ich, geht es auch darum, politische Bildung mit jenen zu entwickeln, die Macht abgeben müssen, in der Logik, wenn man eine partizipative Demokratie will. Das hat viel mit Haltung zu tun. Es geht darum, aber auch diese Prozesse mit politischer Bildung zu begleiten, also immer auch schon mit dabei zu sein und nicht irgendwie als vor- oder ausgelagert gedacht zu werden. Und politische Bildung mit jenen, die es bedauerlicherweise meist gewohnt sind, nicht gemeint zu sein, nicht gefragt zu werden. Hätte ich jetzt noch in Klammern dazu schreiben müssen, Vorsicht, Identitätsfalle. Ja, auch das ist natürlich die Gefahr, dass man zu Zuschreibungen kommt. Und die Antwort ein bisschen darauf, wie entkommt man vielleicht dieser Zuschreibung, wäre, politische Bildung als Teil sozialer Infrastruktur zu verstehen, die immer schon da ist und nicht erst dann kommt,
wenn die Feuerwehr wieder gerufen wird als Intervention. Das war jetzt relativ abstrakt. Ich versuche es mal ein bisschen aus der Praxis zu zeigen. Zumindest, ich sag mal so, das ist jetzt, sind jetzt Ideen, Ansätze, die ich hier in Berlin entwickelt habe, wo wir als Landeszentrale Teil davon waren, Sachen, die wir auch selber angestoßen haben. Anderes, das eine ist dieser Bereich aufsuchende politische Bildung, da wurde ja auch schon mehrfach was zugesagt, die meistens inzwischen eher noch sozialräumlich gedacht wird. Also wir gucken uns eher auch Räume an, weil wir weg wollen von dieser Zielgruppenzuschreibung. So ein paar waren, von Ihnen waren ja auch beim Roten Baum, das ist so eines dieser im Moment noch 6 Projekte, ab 25 werden es nur noch 4 sein, weil eine Förderung ausläuft, wo wir zusammen mit Akteuren im Quartier Angebote der politischen Bildung machen. Der zweite Zugang, der war immer mitgedacht, aber der ist tatsächlich erst letztes Jahr gestartet, ist zu sagen, wir versuchen das community-orientiert, da wo Menschen sozusagen selber sagen, wir gehören uns einer Gruppe zugehörig. Wir arbeiten im Moment mit 5 aus der türkischen Community entstammenden Organisationen zusammen. Das ist von der alevitischen Gemeinde über einen kurdischen Verein über dem TBB als Zusammenschluss mehrerer so eher landsmannschaftlichen Vereine, über den türkischen Elternverein und andere. Was so ein Projekt war, was vom ersten Tag sich so anfühlte, wie die haben eigentlich nur darauf gewartet, dass sie endlich mal jemand fragt. Ja, also die aus dem Stand raus Angebote der politischen Bildung gemacht haben, in aller möglichen Bandbreite von, wir reden, laden mal einen Abgeordneten ein, wir gehen mal in den Bundestag, eher so auf das Formale, aber auch, wir machen Angebote im Zusammenhang mit Elternvertretung, wir machen historische Projekte und so weiter. Und letztendlich machen wir die Projekte, die die Menschen, die halt eben gerade da sind, auch interessieren und machen nehmen deren Fragen als Ausgangspunkt. Das Zweite ist, das war zumindest in dieser ganzen Debatte, welche Angebote braucht es von politischer Bildung im Kontext von Flucht. Das war nur eines von vielen Projekten, aber wo wir tatsächlich auch versucht haben und das jetzt auch weiterführen, Menschen mit eigener Fluchterfahrung auch selbst zu unterstützen, politische Bildnerinnen zu werden und auch aktiv zu werden. Und zwar nicht nur auf das Thema Flucht angewiesen zu sein, aber wir auch sehen, dass es gut ist, wenn Menschen, die im Kontext von Flucht mit Menschen, die neu als Geflüchtete nach Berlin kommen, auch ein Angebot der politischen Bildung zu machen, wo das Menschen durchführen, die selber die Erfahrung haben. Ah, ich sehe die Uhr, alles klar, ich beeile mich. Genau, weiteres Projekt nochmal, um einfach in andere Bereiche zu kommen: politische Bildung aller Sinneswelten. Das war die Frage mit Menschen, die taub sind. Was wir jetzt versucht haben, ist, weil auch in Berlin sich das Beiräte-Gesetz geändert hat, mit neu gewählten Vertreterinnen und Migrationsbeiräten Reflexionsangebote zu machen, die deutlich eher angenommen werden als die Civic Skills. Auch schön, wenn sie es nicht brauchen, ist ja gut. So, dann gibt es Kooperation im Landesschülerausschuss, Angebote auch für neu gewählte Elternsprecherinnen, vor allen Dingen online, hat sich als erfolgreich erwiesen. Wir sind Teil des Vorbereitungskreises Berliner Behindertenparlaments. Also wo wir unmittelbar mit unseren Ressourcen auch in Beteiligungsformate reingehen. Und es gibt einen Dauerbrenner bei uns als Fortbildung, demokratisch kommunizieren, diskutieren, Gemeinden, Gruppen und Vereinen, wo eine Frau auf uns zugekommen ist und gesagt hat, sie hätte so den Eindruck, dass in vielen muslimischen Gemeinden die alten Männer alles dominieren, sie wäre Wirtschaftskommunikatorin von Berufsausbildung und sie würde gerne so ein Angebot machen. Haben wir gesagt, naja, wir würden auch schon durchaus dieses Bedarf auch in anderen Vereinen und so sehen und es sollen schon ganze Ortsvereine verschiedener Parteien daran teilgenommen haben. Also es gibt offensichtlich einen großen Bedarf auch in der Demokratisierung dieser Strukturen selbst. Und noch ein letztes, das ist auch so ein Versuch zu sagen, wie kommen wir mit politischer Bildung in alle Bereiche rein. Ein Positionspapier, Tilman Weikmann ist da, der war der, der die AG nach 78 geleitet hat, wo wir nochmal durchdekliniert haben, was würde es denn heißen, wenn in allen Bereichen der Jugendhilfe, also über die Jugendarbeit hinausgehen, auch Hilfen zur Erziehung, Familienbildung, auch tatsächlich politische Bildung stattfinden würde. Und das ist eher ein Blick in die Zukunft, wo wir jetzt auch versuchen, an die Verwaltungsakademie ranzukommen und zu sagen, wir brauchen sowas wie eine Sensibilisierung für Verwaltungsmitarbeiter. Also jetzt gar nicht, den müssen wir nicht erklären, wie einzelne Verfahren funktionieren, das sind die Fachverwaltungen zuständig, sondern wir versuchen sowas wie eine Sensibilisierung für Beteiligung und die Chancen insgesamt hinzubekommen. Und warum ich gefragt wurde, ob ich das mache, ist dieses Buch. Wir haben ganz viele
Menschen erst zu einer Veranstaltungsreihe eingeladen und dann zu einem Buchprojekt, wo wir einfach nochmal ganz unterschiedliche Bereiche uns angeguckt haben. Besonders spannend finde ich ja noch den Artikel zu dem, wie ist das dann eigentlich mit der politischen Reife von Kindern und sind die richtigen, mit denen man politische Bildung machen kann. Da gibt es einen ganz spannenden Artikel, der so die klassische Psychologie auch nochmal so gegen den Strich bürstet, aber auch viele andere Bereiche. Okay, besten Dank.